Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur mit ein kleiner App-Tipp für Android-User. Und zwar insbesondere für diejenigen, die von ständig aufpoppenden Pop-ups auf ihrem Smartphone genervt sind. Ich meine damit Pop-up-Werbung natürlich. Ja, die durch irgendeine App regelmäßig geschaltet wird und wir diese nicht loswerden, weil wir gar nicht so genau wissen, von welcher App diese kommt. Vielleicht haben wir ja auch mal eine App nur testen wollen und diese nicht mehr deinstalliert. Oder ja, wie oder warum auch immer. Jedenfalls wollte ich euch eine kostenlose App hier zeigen, mit der wir wirklich ziemlich schnell herausfinden, von welcher App die nervige Pop-up geschaltet wird, sodass wir die App eben deinstallieren können. Die App heißt App Watch hier. Ich habe das schon installiert, um Zeit zu sparen. Es gibt sowohl eine kostenlose Version, wie gesagt, die für uns vollkommen ausreicht, um die böse App ausfindig zu machen, als auch eine Pro-Version. Ich habe hier die kostenlose Version installiert. Ich starte das mal. Ja, sieht eben so aus. Beim ersten Start, wir haben hier keine Logs, keine Protokolle und die Monitorisierung hier bzw. die Überwachung ist ausgeschaltet. Wir müssen das einfach hier einschalten, gegebenenfalls die Berechtigung für die App eben vergeben. Und schon, ja, ist die Monitorisierung hier gestartet. Hier haben wir noch ein paar wenige Optionen, Einstellungen hier, Sprache, dunkel, hell. Ja, sehr, sehr übersichtlich. Das ist aber vollkommen okay natürlich. Und genau, nachdem wir die Überwachung hier gestartet haben, können wir die App hier schließen und ja, uns normal weiter verhalten. Das läuft im Hintergrund. Ich starte jetzt einfach mal ein, zwei Apps hier, damit wir ein paar Logs haben, so für den Beispiel, wie das dann eben aussieht. Vielleicht einmal den Chrome-Browser hier, zack. Wenn das klappt, okay. Und schließe mal direkt. Das reicht erstmal. Ja, beziehungsweise wir würden jetzt das im Hintergrund laufen lassen. Und wenn unsere Pop-up jetzt hier aufgepoppt ist, würden wir dann jetzt zu unserer App Watch hier gehen und starten und nachschauen. Hier haben wir die Protokolle, welche App wann zuletzt oder ja aktiv war halt. Und wenn unsere Pop-up halt aufgepoppt ist, gehen wir hier und schauen in die Protokolle nach und sehen, welche Anwendung zuerst aktiv war. Backgammon hier meinetwegen habe ich aber nicht gespielt eventuell und sehe, dass es zuletzt aktiv war. Also kommt die Pop-up höchstwahrscheinlich von der App, ja, die zuletzt aktiv war. Und ja, nun wissen wir und können das, glaube ich, auch direkt hier rüber. Genau. Hier einfach auf. Genau, können hier direkt deinstallieren. Ja, wenn wir das natürlich nicht brauchen, wenn wir das brauchen, müssen wir halt damit leben. Genau, das war es auch schon alles. Ich fand diese App hier, ja, dass es halt nützlich sein kann für den einen oder anderen und wollte sie euch auch zeigen in der Hoffnung, dass es euch weiterhilft. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.